Nun pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass es so langsam in der Ukraine zu einem Frieden kommen könnte, dass sich der Krieg endlich seinem Ende nähert. Und ja, unsere Medien tun alles, damit es bloß nicht dazu kommt, halten die Propaganda aufrecht, das Säbelrasseln, oh, sprechen über Soldaten und Angriffe im Hinterland von Russland und. Aber ich habe so ein paar Dinge bemerkt, so ein paar Anmerkungen, ein paar Aussagen, womit ich dann doch sagen kann, da tut sich was, auch wenn es etwas unbemerkt erfolgt. Ein Wort vorneweg, Krieg ist scheiße. Und das ist so, bleibt so, wird so immer sein. Und mit dem durch die USA und Boris Johnson vertanen Frieden von vor 2 Jahren in Istanbul, wie die Verhandlungen in einem Papier, was jetzt von der New York Times, glaube ich, sogar veröffentlicht wurde, fertig verhandelt war, da kam dann Boris Johnson und sagte, die Ukraine, nee, macht weiter, wir unterstützen euch, das schafft ihr alle. Ne? So, eine Entscheidung, wie sie schlechter nicht hätte sein können und die einer gewissen, ja, ich möchte schon fast sagen, Böswilligkeit schon unterstellt werden kann. Und man hätte sich so viel Leid, so viel Tod, so viel wirtschaftliche Verluste, so viel zerstörte Infrastruktur ersparen können, wenn man das damals gemacht hätte. Und vor allem hätte man dann von westlicher Seite deutlich besser dagestanden als heute. So schaut es aus. Und war es Absicht, ja, diese Aluhutträger, denen ich an mancher Stelle durchaus richtige Gedanken ja, zuordnen will, könnte es sein, dass man Europa von günstiger Energie abschneiden wollte? Könnte es sein, dass man Russland von der Technologie Europas hat abschneiden wollen, dass das alles dort eine Rolle gespielt hat? War das Ausbluten unserer wirtschaftlichen Kraft von irgendjemandem, wer auch immer das ist, gewollt, beabsichtigt? Ganz große Fragen. Gabor Steingart, das ist so ein halber Aussteiger aus den Mainstream-Medien, aber mir immer noch zu sehr Mainstream, mit seinem Pioneer-Newsletter sprach es Anfang der Woche an. Es tut sich was und er hat 7 Gründe für einen möglichen Frieden, der da kommen könnte, dafür ja lokalisiert ausgeguckt. Allerdings befindet sich dieser Newsletter hinter einer Paywall. Man konnte lesen, dass er da was hat, aber hinter der Paywall. Und ich zahle dort nicht, weil eben Gabor Steingart aus meiner Sicht noch zu sehr in Berlin und im Mainstream verfangen ist. Also seine 7 Gründe, die habe ich zum Erstellen dieses Manuskripts, dieser Gedankensammlung hier für dieses Video, habe ich nicht gelesen. Allerdings, als ich das Skript fertig hatte, kam es dann 2 Tage später, glaube ich, auf Fokus. Und da konnte man diese Gründe dann lesen. 1, 2 decken sich, aber die meisten davon decken sich an dieser Stelle mit meinen an dieser Stelle nicht. Ich bin also mit den Gedanken, dass es demnächst zu einem Frieden kommen könnte, nicht so allein auf dieser Welt. Allerdings, ich habe ein paar andere Gedanken und darauf soll es heute jetzt zugehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es dann wieder ein Video, wo ich Ihnen einen Haufen Quellen einblende und die schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein. Das letzte Mal im Eifer des Gefechtes, ich war kurz vor dem Weg zum Flughafen, habe ich das nicht mehr geschafft, diese Quellen dann da einzubinden. Das habe ich dann am Zielort dann etwas verspätet gemacht. Also diese Quellen, wenn Sie sie nicht finden, bitte immer Kommentare reinschreiben, dass ich merke, ich habe da was vergessen. Ich mache das alles allein. Ich habe da nicht jemanden, der das für mich macht. Also bitte da Feedback. Herzlichen Dank dafür für den Letzten, der das da geschrieben hatte. Jetzt also Quelle 1. Im Dezember 2023 gab die Ukraine überraschend bekannt, dass man im Januar sich um Friedensverhandlungen kümmern wolle. So, das hat mich dann doch sehr überrascht und war so ein Anzeichen dafür, dass da ja die Substanz ein bisschen verloren gegangen ist vom Widerstand. Wurde allerdings dann in unseren Medien sehr schnell ausgeblendet, kam dann nicht mehr davon. Und
Vor wenigen Tagen, da hier die Quelle 2, hat der, was ist das, Sicherheitsberater, ex-russischer Präsident, der Herr Medvedev, ein Zukunftsszenario für die Ukraine bekannt gegeben. Das war ein Ding, da gingen selbst mir die Schnürsenkel auf. Das war also heftig und danach würde das Land komplett zerteilt. Das ist das, was man sich also da jetzt auf russischer Seite ausgedacht hat. Der besetzte Teil momentan, also im Süden so Dnieper und dann, wo der Dnieper dann nach Westen abknickt Richtung Kiew, da oben ist alles ja stark umkämpft, da alles dieses Gebiet und sogar im Süden der Küste entlang bis Odessa würde also dann an Russland gehen. Ja, auch das, was sie noch nicht haben, die scheinen also da sehr überzeugt von sich zu sein. Und dann der gesamte Westen würde an Polen gehen. Ein Riesending, das ist bestimmt 30% der Landmasse der Ukraine, würde an Polen gehen. Und im Südwesten der Ukraine ein kleiner Teil dann an Rumänien. Und in der Mitte ein kleines Stück rund um Kiew bliebe dann übrig. Das wäre dann Ukraine, was übrig bliebe. Und 90%, mehr als 90% der Fläche des Landes würde also dann von der Ukraine an andere Staaten verteilt werden. Das ist mal auf dem Reißbrett hier ein Ding gezeichnet, was also ziemlich bold, würde ich mal sagen. Also was also einer Selbstüberzeugung entspricht, das ja muss man haben, so ein Ego, ne? Also ich jetzt nicht. Gut. Dieser Vorschlag, so irre er jetzt klingt, hat für den Westen auch seine Vorteile. Die direkte Einflusssphäre des Westens würde größer. Polen könnte da einen erheblichen Zuschlag an seiner Landfläche bekommen und auch Rumänien würde größer werden. Und die sind ja beide Teil der NATO und beide Teil in der EU und das würde größer werden. Das wäre für die ein großer Erfolg, den man da erzielt hätte. Ja, und die Russen hätten jetzt auch da ihr Gelände kassiert. Also ganz so fern der Ideologie oder nicht Ideologie, der Fantasie der Politiker ist diese ganze Geschichte nicht. Ne? Aus Blick der Ukraine, ja, zerstörend, vernichtend. Aber was haben Boris Johnson und die USA der Ukraine gesagt gehabt? Ja, wir unterstützen euch, das wird schon gehen. Ging nicht. Ne? So, und dass sie jetzt dann dazu halten, weiß man nicht so. Ne? Vor Jahren, ich meine, das wäre 2015 oder so gewesen, habe ich mal hier ein Video vorgestellt. Video ist leider nicht mehr. Ein Video von George Friedman von Stratfor, Strategic Forecasting, hier vorgestellt gehabt, wo er über die nächsten 100 Jahre spricht. Und da hat er für Polen ja das Anwachsen zu einem Imperium, wie er es damals sagte, beschrieben, weil sie halt in den großen Ebenen des Kontinents im Norden liegen und damit strategische Bedeutung haben und sich dann an dieser Stelle dort ausbreiten können und vermutlich werden, hat er gesagt, genauso wie die Türkei stark werden wird, wichtig als Imperium werden wird. Und wir sehen auch so, wie die Türkei jetzt dort im, was ist denn das, Westasien, immer stärker wird. Ne? Also da sieht man, dass George Friedman an dieser Stelle nicht so verkehrt in seinen Gedanken war und das könnte ein Schritt in diese Richtung sein und könnte auch ja, den Gedanken der Polen nicht ganz abgeneigt sein. Also an dieser Stelle, also so verrückt diese ganze Geschichte klingt, so komisch, wie es ausschaut, so unrealistisch muss es nicht sein. Kein Vorschlag ohne Gegenvorschlag. Und so macht die Ukraine jetzt wieder in Istanbul ihren eigenen Maximalvorschlag, der so ungefähr dazu ging, wir wollen alles wieder haben. Ne? Gut, das eine so unrealistisch wie das andere aus meiner Sicht, wobei ich dem Vorschlag der russischen Seite dann doch etwas mehr Wahrscheinlichkeit des Eintreffens zumute oder zubillige als dem Vorschlag, den die Ukraine gemacht hat. Und schon in meinem Video vom 1.9.2023, ich glaube, dass es wieder Krieg geben wird, habe ich unter vielem Protest oder großem Protest mancher Zuhörer oder Zuseher prognostiziert. Die haben protestiert. Ich habe prognostiziert, dass der Dnieper ein Teil der zukünftigen Grenze sein könnte oder wird. Wie es nach Norden weitergeht, ob das bis Kiew geht, wagte ich damals nicht zu
benennen, wage ich heute auch noch nicht. Nur Voraussage zu machen, habe ich einfach viel zu wenig Ahnung, was da so abgeht. Ne? Also das ist jetzt hier Glaskugelleserei. Und wie gesagt, die Glaskugel ist amorph. Da bildet sich kein sauberes Bild da drin. Jedenfalls sieht es momentan so aus, als ob Russland massiv auf dem Weg nach Westen ist und massive Landgewinne macht. Das hört man immer wieder. Und die Ukraine hatte vor dem Ausbruch des Kriegs 2022 mit 500.000 Soldaten, auch hier wieder Quelle 5, eine der größten Armeen der Welt. 2023 waren es angeblich 700.000. Jetzt fragt man nach neuen westlichen Truppen, die da unterstützen sollen. Wo sind diese vielen Soldaten geblieben? Ganz schlechtes Gefühl dabei. Das ist vermutlich eine massive Katastrophe, was mit diesen 700.000 Soldaten passiert ist. Zusätzlich hat man 10 Aushebungsrunden gemacht. Das sind Zwangsrekrutierungen, wo junge Leute, aber auch ältere Leute aus Bussen zwangsrekrutiert wurden. Gab es Videos von ganz furchtbaren Geschichten. Und was mit diesen Personen passiert ist, mit diesen Soldaten passiert ist, da sehe ich 4 Möglichkeiten. A, sie sind tot. Furchtbare Geschichte, vor allem für die Angehörigen. B, sie sind schwer verletzt, dass sie nicht mehr kämpfen können. Auch furchtbar, aber immerhin, sie leben noch. C, sie sind Kriegsgefangene von Russland. Immerhin haben sie dann überlebt. Und D, sie sind desertiert und haben das Land verlassen. Es gab ja auch Aufrufe an die Regierungen der westlichen Länder, man möge doch diese Leute bitte jetzt ausliefern. Ja, gut, ausliefern, also überstellen an die Ukraine, dass die jetzt endlich dann auch kämpfen sollten. So, jetzt also Quelle 6, jetzt verlangt man also nach westlichen Truppen. Und Frau von der Leyen hat vor über einem Jahr, wahrscheinlich schon anderthalb Jahre, von über 100.000 toten Soldaten auf Seite der Ukraine und auf Seiten Russlands gesprochen. Und das kam auf X, ein kleines Video, damals hieß die Sache noch Twitter, kam ein kleines Video. Und dann hat man bemerkt, oh, die Frau hat sich verplappert, die offizielle Aussage ist auf gar keinen Fall 100.000 Tote. Und da hat man das gekonnt rausgeschnitten und dann das kurze Stück wieder online gegeben. Es gab Leute, die haben es genau gesehen, haben es nebeneinander gestellt, wo man dann diese toten Zahlen dann da rausgeschnitten hat. Und diese toten Zahlen kriegte man aber auch von der amerikanischen Generalität dann auch ausgesagt, sodass ich also davon damals ausging. Heute müssen es viel besser sein. Und letztlich wurde verlautbart, dass es 31.000 Tote gegeben hätte von Seiten der Ukraine. Warum dann westliche Soldaten bitte? Ich verstehe es nicht, beziehungsweise ich verstehe es, aber ja, die Wahrheit stirbt in einem Krieg immer zuerst. Selbst der größte Patriot sollte sich jetzt eingestehen, dass der Krieg für die Ukraine verloren ist. Ist leider so. Und dass es die Gebiete östlich des Dnieper also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurückgibt. Ne? Hat das ZDF, Quelle 7, in einer Reportage über den russischen Wiederaufbau in den besetzten Gebieten östlich des Dnieper, Mariupol, war das ZDF unterwegs, dort gezeigt. Man wird nicht wieder aufbauen, alles wieder herrichten und das schöne neue Aufgebaute dem alten Feind schenken. Und vor allem, wenn man, wie es so aussieht, in der besseren Position ist. Die Welt ist kein Ponyhof. Das wird so nicht funktionieren. Ich frage mich, was gerade das große Tamtam um die französischen Soldaten soll. Ne? Deutsche Marschflugkörper, britische Atom-U-Boote. Es soll davon ablenken, dass der Westen mittlerweile blank ist. Das hört man ja immer wieder. Ne? Und hier Quelle 8, Thomas Gast mit seinem Kanal Der Legionär, der ist Ex-Fremdenlegionär von Frankreich, ist ein Deutscher, Ex-Fremdenlegionär. Und der beschrieb, wie die Franzosen mit ihren 7 Divisionen, die sie aufgestellt haben, wovon wohl, ich weiß nicht, so ungefähr 5, glaube ich, Fremdenlegionäre sind, einen Teil der Front, ich weiß nicht, was waren es, 8 Kilometer oder so, langsam bin ich fest auf die Zahl, für
eine begrenzte Zeit, also wir reden da von Wochen, mit intensiven Kämpfen würden halten können. Und das ist nun verdammt wenig, ne, für 7 Divisionen. Division ist eine Großkampfeinheit und Großarmeeeinheit, Großverband, glaube ich, so nennt man das. Warum nun? Die Fremdenlegionäre sind darauf ausgestattet oder ausgerüstet und trainiert, ja, im Dschungelkampf in Afrika zu bestehen. Und da die Interessen Frankreichs in den ehemaligen Kolonialgebieten, hier Mali, Niger, Burkina Faso und zu bestehen, aber nicht in einem Stellungsfrontenkrieg, eines offenen Krieges hier zu arbeiten. Und Frankreich ist in Europa eines der Länder, die bislang am wenigsten Waffenlieferungen in die Ukraine geleistet haben. Und jetzt stellt sich der Herr Macron dahin und sagt, Soldaten, französische Soldaten da an die Front, das ist doch nur Tamtam. Der hat vorher nicht geliefert, der wird auch jetzt nicht liefern. Ne? Das ist verbales Trommeln. Ne? Das ist Propaganda. Ne? Und auch wir, Quelle 9, Deutschland hat nur für wenige Tage Munition. Man streitet sich, ob es ein Tag ist oder 3 Tage oder wie viel auch immer. Im Manöver rufen die Soldaten Peng. Entschuldigen Sie meinen Zynismus, Sarkasmus, aber anders kann man das ja nicht ertragen, ne? Was da so abgeht. Und die Munitionsdepots wurden für die Ukraine natürlich heftig geleert. Nachschub an Munition ist ja wohl nicht so wirklich vorhanden. Unsere Fregatte, wie heißt sie, Hessen, da am Horn von Afrika, hat keine Munition mehr. Und jetzt kann sie nicht irgendwo in einen Hafen einlaufen, wo NATO-Depots sind und sagen, hier, Replenishment, mach mal wieder voll die Lage. Nee, die dürfen da nach Hause fahren, haben nichts mehr. Ne? Welch Blamage. Was denken sich solche Politiker? Was haben Verteidigungsminister gemacht mit 800 Millionen? Ne? Die haben Berater bezahlt. Ja, Berater bezahlt, statt sich um die Truppe zu kümmern. Ne? Sitzen heute in Brüssel ganz oben, ne? So ist halt gelaufen. Ne? Also das Geld wurde an dieser Stelle verschwendet und nicht vernünftig eingesetzt. Ne? Dann gab es aktuell einen Starttest für eine britische Atomrakete von einem U-Boot. Hier, Quelle. Das ist beinahe in einem Desaster geendet, dass die Rakete auf dem U-Boot wieder gelandet wäre und dann dort explodiert wäre und das U-Boot versenkt hätte. Glücklich ist sie neben dem U-Boot ins Wasser gefallen. Und ja, vor 8 Jahren hat man den letzten Test gemacht und der ging auch daneben. Also die britische Atom-U-Boot-Flotte ist nicht einsatzbereit. Ist Desaster. Und dazu habe ich noch eine Quelle. Die britischen Flugzeugträger, die sollten im NATO-Manöver, sollte einer teilnehmen, konnte dann nicht, also Queen Elizabeth lag also da mit, was war das, Getriebeschaden an der Antriebswelle im Dock. Konnte oder an der Mole konnte nicht eingesetzt werden. Jetzt sollte die Prince of Wales, das Schwesterschiff, sollte jetzt in Manöver teilnehmen oder die haben Antriebsprobleme, konnten nicht teilnehmen. Ne? Dann gibt es noch einen Bericht aus Großbritannien, dass das Militär die Leute verliert. Und zwar durch Demoralisierung der Truppe. Seit dem Irakkrieg ist das wohl so, dass die ja das Vertrauen ins Militär und ihre militärische Führung verloren haben. Und immer mehr britische Soldaten verlängern nicht, beziehungsweise scheiden vorzeitig aus. Dann hat man denen jetzt erstmal 1.000 Pfund extra gegeben. Dann noch 7,5% Gehaltserhöhung, oder war es 9,5% Gehaltserhöhung. Reicht trotzdem nicht, dass die Soldaten blieben. Nee, die verlassen das Militär und die Sollstärke ist schon weit unter. Und es sieht nicht wirklich so aus, als ob Großbritannien an dieser Stelle da irgendwas Nennenswertes beitragen kann. Also Frankreich, Großbritannien, Deutschland, die großen Länder der EU haben alle ihre Probleme im Militär. Tja, wussten Sie, dass die Schweiz mehr einsatzbereite Leopard 2 Panzer in der jüngsten Vergangenheit hatte als Deutschland? Ich weiß nicht, wie gut der Klarstand unserer Panzer jetzt ist. Also auch hier mehr Schein als nun wirklich sein. Und unser Verteidigungsminister, den sollten wir vielleicht lieber Kriegsminister nennen, will unser Land nämlich kriegsfähig machen. Das ist höchst persönlich seine Aussage und das halte ich für einen kompletten Irrsinn. Wir sollten keine Streitkräfte haben. Streit kommt von Streiten, das heißt Auseinandersetzung. Wir sollten eine Verteidigungsarmee haben.
die unser Land verteidigt. Wir sollten keine Angriffsarmee haben, die in der Ferne hier unsere Demokratie verteidigen kann. Ob sie das tut, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Wir sollten keine Angriffswaffen haben. Doch jetzt, nach all diesem komplett Versagen, was ich für positiv halte, ne? Weil damit Kriege unwahrscheinlicher werden. Ne? Doch kommen wir jetzt zum möglichen Frieden. Ohne einen Krieg NATO gegen Russland zu riskieren, erscheint mir der Krieg in der Ukraine verloren. Das ist die Kernaussage. Und da niemand bei klarem Verstand einen Krieg NATO gegen die Ukraine wollte, vor allem bei der Ausrüstung, die wir da gerade haben, und der USA, die gerade die Geldsäckel zumacht und hier nun gar nichts mehr liefert, unter diesen Voraussetzungen da einen NATO-Russland-Krieg anzuzetteln. Ja. Die USA und Großbritannien, beziehungsweise zwei spezielle Personen, Führungskräfte in diesen Ländern, haben die Ukraine vom Friedensvertrag vor 2 Jahren abgehalten. Das wurde nicht mit der Bevölkerung abgesprochen, das wurde in der Politik so entschieden. Und ja, leichtfertig hat die Ukraine einen Sieg für möglich gehalten. Wie weltfremd kann man sein? Gegen ein Land anzutreten, das 1,3 Millionen aktive Soldaten, 2 Millionen Reservisten hat, gegen das Land konventionell militärisch anzutreten, hat was von Weltfremden. Ne? Die sind alle ganz schlecht. So schlecht waren die nicht. Ne? Kann man alle sehen. Ne? Da muss man also schon einen starken Glauben haben, dass man da gewinnen kann. Ne? Gott. Und die unsägliche Aussage von Frau Merkel, dass man Zeit gewinnen wollte, um die Ukraine aufzurüsten. Das hat ja schon mal was ganz Spezielles. Ne? Da hat die Zeit, ein ziemlich linkes Blatt aus meiner persönlichen Sicht, am 7.12.2022 die Frau Merkel interviewt gehabt, eines der ganz wenigen Interviews, die Frau Merkel nach ihrer Amtszeit oder Übergabe an den Herrn Scholz gegeben hat. Und da haben sie hier Quelle 14. Da hat Frau Merkel gesagt, Zitat, das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat die Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Zitat Ende. Basierte das Minsker Abkommen über Frieden und das Verhalten der Ukraine auf einer Lüge? Das Minsker Abkommen 1 und 2, dass die gar nicht eingehalten werden sollten, sondern nur Zeit schinden sollten? Kann man auch ein bisschen anders interpretieren, diesen Satz, wenn man den genauen Wortlaut sich anschaut. Ja. Mir kommt das Ganze, und jetzt kommen wir zum Fazit, wie ein geglückter Raubzug der Rüstungsindustrie gegen die westlichen Staaten vor. Ganz auf dem Rücken der armen Menschen, vor allem in der Ukraine, die das Leid zu ertragen haben und die Hauptlast zu tragen haben. Aber auch uns, und da gehe ich jetzt ganz speziell drauf ein, geht es wirtschaftlich immer schlechter. Der Krieg hat uns hier die folgenden negativen Fakten beschert. A. Wegfall der billigen Energie aus Russland. Nord Stream Gas. Ne? B. Wegfall des Rohstoffs für die Düngemittelindustrie, nämlich auch eben dieses Gas. C. Wegfall des Handelspartners Russland. Mit diesen ganzen Sanktionen, wo man gemeint hat, man würde Russland schaden können. Die haben sie aber einfach nach Asien gewandt und die haben das locker aufgenommen. D. Hohe Soziallasten durch die Flüchtlinge. Die darf man da nicht außer Acht lassen. Die gehören zu diesem Krieg mit dazu. E. Leerung unserer Munitionsdepots. F. Zerstörung unseres militärischen Geräts. Was wir da geliefert haben. Gut, das meiste davon war Reserve, war altes Zeug, Leopard 1 und so weiter. Ja. Aber man sollte ja Reserve haben. Bedeutet das jetzt, dass wir jetzt neue Waffen kaufen und die aktuellen Waffen in die Reserve stellen? Ich sage einfach mal ganz blöd, Leopard 3 gibt es nicht. Man macht Vorgedanken und so, aber dass man da was kauft? G, einmalige Aufstockung unseres Militärbudgets auf Schulden. Nennt sich Sondervermögen heutzutage. Das ist Orwellscher Sprech, ne? Furchtbar. H. Ständiger Abfluss von Mitteln für die NATO. Praktisch diese 2% des BIPs.
die NATO sehen will. Das wird unsere Haushalte ganz massiv belasten. Und wir hier haben durch diesen Krieg aber sowas von massiv verloren. Wir können das an unserem Wachstum, beziehungsweise Negativwachstum, unserem Schrumpfen, kann man das sehen. Wir sind die einzigen in den G20-Staaten, die in der Rezession hängen. Man prognostiziert jetzt plus 0,5%, Herr Lüning, Sie haben da nicht recht. Schauen Sie sich mal an, wie die gesamten Wirtschaftszahlen in den vergangenen 10 Jahren waren, was da vorhergesagt wurde an Prognose, was wir für Wachstum bekommen. Das lag immer zu hoch. Zwischen, ich sag mal, 0,5% bis 2% zu hoch. Das heißt, wir hocken immer noch in der Rezession. Wir müssen uns ja nur mal anschauen, was die Firmen gehen und zumachen, ne? Und wie unsere Handelsbilanz schrumpft. Wir waren früher mal die große Exportnation. Dass wir jetzt aufgestiegen sind, Platz 3. Ja, race to the bottom. Das ist es. Ne? Katastrophe. Und heute haben wir, so wie die Grünen es ja immer wollen und laut proklamieren, endlich glücklich den Zustand des Nullwachstums erreicht. Ja, Wachstumsökonomie ist ganz schlecht. Soll man nicht machen. Ne? Schadet allen und so weiter. Ja. Doch, wir dürfen nicht vergessen, der Verfall unserer Währung, die Inflation in Gesamteuropa und auch bei uns, führt zu Verteilungskämpfen. Wir können uns heute jetzt schon einen Streik bei der Deutschen Bahn und bei der Lufthansa sehen. Da wird schon gestreikt und zwar heftig, dass sogar die Grünen hier sagen, ja, was macht ihr denn da, das kann ich nun gar nicht leiden und so. Ja, die machen das halt. Ne? So. Alle die, die sich am stärkeren Hebel sehen, werden diesen Hebel nutzen und versuchen, aus der Gesellschaft das Maximum für sich rauszuholen. So ist es. Streiks sind Gewalt. Sie haben dort ein Gewaltmonopol, das eigentlich der Staat haben sollte, aber hier haben es die Gewerkschaften und die können dann zwingen. Und diese Verteilungskämpfe werden heftiger und heftiger werden, weil es immer weniger zu verteilen gibt. Im Prinzip so, wenn eine Wirtschaft wächst, dann kann man den Zugewinn wunderbar verteilen, auch mal ungleichmäßig, dass man sagt, die haben zu wenig bekommen, die kriegen jetzt mehr und so, kann man sauber verteilen. Und in einer Wachstumsökonomie fühlen die Menschen sich glücklich, weil jeder mehr bekommt. Wenn wir jetzt eine Schrumpfungsökonomie haben oder eine Stagnation mit Inflation, was den Menschen das Geld wegnimmt, also eine Stagflation, also Inflation mit Stagnation, das führt dazu, dass immer weniger Geld da ist, was verteilt werden kann. Und dann wird der Staat immer zugriffiger. Wir haben die höchste Steuerlast, das höchste Steueraufkommen, was wir jemals hatten mit 829 Milliarden, irgendwie sowas in der Größenordnung. Also Katastrophe, wie viel? Und trotzdem reicht es nicht. Da sehen wir, wir müssen auf der Ausgabenseite was tun. Wir müssen an der Stelle sparen. Wir müssen zuschauen, dass wir nicht die vielen Gelder ausgeben. So, Sondervermögen und so weiter. Man hat sich bei uns politisch übernommen mit all dem, was man machen wollte. Und zwar nicht nur die aktuelle Regierung, sondern auch die schon davor. Und die neue, die davor ging so und jetzt geht es so. Ne? Also ganz klar, nach 2 Jahren darf man Schwarzen Peter auch der aktuellen Regierung anhängen. Die hätte ja in 2 Jahren was wirklich Gutes tun können und die Sache rumreißen können. Und das ist wirklich das Wirtschaftswunder, was der Herr Scholz angekündigt hat und der Herr Habeck ja, mitvertreten hat, hätten sie ja erzeugen können. Ne? Nee. Sie haben den Karren einfach weiter in den Dreck gefahren. Und so wird es weitergehen bis zu den kommenden Wahlen. Das sind dann die Landtagswahlen, erst die EU-Wahlen, dann die Landtagswahlen. Und dann wird es politisch nochmal heftig werden und es wird zu einem ganz, ganz großen Streit kommen, der das gesamte Jahr 2025 anhalten wird. Ein Streit, ein Verteilungskampf um die Mittel, was wofür ausgegeben wird. Und das führt dann am Ende zu einer Spaltung der Gesellschaft. So wie wir jetzt in den USA die Spaltung sehen zwischen den Küstenstaaten, demokratisch regiert oder vielleicht eher auch sozialistisch regiert, und den Flyover States sowie Texas, im Süden etliche andere Staaten auch noch, die ja tatsächlich noch was bezwecken und Wirtschaftswachstum nicht weniger auf Verteilen und so machen, sondern wirklich noch arbeiten. Und das wird in unserer Gesellschaft jetzt auch passieren, aber nicht nach Bundesländern, sondern ja innerhalb der Gesellschaft nach Gesellschaftsgruppen.
und nämlich die einen, die den Wohlstand erschaffen und die anderen, die den Wohlstand vernichten. Zwischen denen wird es Streit geben, heftig. Und aus meiner persönlichen Sicht ist die Partei oder sind die Gruppierungen, die gerade in der Regierung sind, sind die, die den Wohlstand vernichten und die dann auch die Macht haben, mit staatlichen Instrumenten gegen eine unliebsame Opposition vorzugehen und versuchen, die nach allen Regeln der Kunst auszubremsen und zu verhindern. Das wird zu einem riesigen Streit führen, den wir ja im Laufe dieses Jahres mit mehr und mehr verlorenen Wahlen für die Ampelparteien dann sehen werden. Und die Bandagen werden immer härter werden und die Kämpfe, politischen Kämpfe werden immer stärker werden und werden auch mit sehr, sehr unlauteren Mitteln geführt werden. Wollen wir hoffen, damit wir mal positiv zum Abschluss kommen, dass die Wohlstandserzeuger am Ende die Oberhand behalten, weil die Deutschen sind fleißig, arbeitsam, ehrlich. All diese Tugenden sind weit in der Gesellschaft verbreitet. Allerdings die lauten, medial sichtbaren, die haben diese Tugenden im Moment aus meiner persönlichen Sicht nicht. Da sitzen die Falschen vorne dran, ne? Und ich persönlich hege immer noch die große Hoffnung, dass die Wohlstandserzeuger und die, die die alten Werte unserer Gesellschaft hochhalten, doch in der Mehrzahl sind und dass wir dann, wenn es so richtig den Karren 2025 in den Dreck fährt, wir am Ende 2025 zu einer vernünftigeren, besseren Vertretung der Bürger dann kommen werden. Denn so wie es jetzt ist, darf es auf gar keinen Fall beliebig weitergehen. Dann ist... So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.